Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dieser unscheinbar aussehende Graf hat Erstaunliches geleistet. Es ist Graf Stanislav von Schersk, der für einen der größten Gebietsgewinne gesorgt hat, die Krotonia in den letzten Jahren erlebt hat. Er hat nämlich hier ganz alleine das Herzogtum Volynien erobert. Aber nein, das ist falsch gesagt. Er hat nur in Anführungsstrichen die Grafschaften dieses Herzogtums erobert. Ich glaube, 4 sind es, die er zusätzlich dadurch erhalten hat. Allerdings, anders als ich es das letzte Mal gesagt habe, ist er nicht in der Lage, ein eigenes Herzogtum zu gründen, denn er ist selbst einem Herzog untertan und dann ist das nicht möglich. Deshalb macht er das einzig Logische aus seiner Position heraus. Er nutzt seine neue Macht und greift seinen Herzog Zbytko von Masowien an, um ihm diesen Titel zu nehmen, damit er nun auch tatsächlich mächtiger Herzog wirkt. Allerdings hat er eine Sache nicht richtig berechnet, denn der Herzog von Masowien ist selbst schwach, hat aber mächtige Freunde, unter anderem unseren besten Freund Herzog Wawczynek, der jetzt an seiner Seite kämpft. Und wenn der wirklich mitkämpft, dann wird der Graf Stanislav das nicht erreichen, was er da erreichen will. Schauen wir mal. Insofern kann es sein, dass er die Ernte seines Erfolges dann doch nicht richtig einfahren kann. Er ist ja schon etwas älter und wenn er dann stirbt, werden diese 6 Grafschaften unter seine 3 Söhne aufgeteilt. Wobei er hat Großteilung, das heißt Karol wird hier immerhin 4 Grafschaften erhalten. Das zu dieser Situation. Eine zweite Sache möchte ich euch zeigen. Es sieht ganz so aus, als würde das unabhängige Jämtland, ihr erinnert euch, das sind die Gedichteschreiber, als würden die tatsächlich jetzt Teil von Krotonia werden. Denn die Angreifer scheinen jetzt hier doch überlegen zu sein. Wer ist das? Herzog Grzegorz von Jütland. Ja, der Gegner hat zwar hier noch den Ritterorden von Calatrava engagiert, aber das wird vermutlich nicht reichen. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Und eine dritte Sache möchte ich euch zeigen, die betrifft Litauen. Denn König Kamil hat eine ältere Frau geheiratet, Königin Raina, die selber überaus mächtig ist, muss man einfach mal so sagen. Eine wirklich mächtige Herzogin von Westgotland. Dort besitzt sie 6 Grafschaften und die wird sie vererben. Genauso wie er das Königreich vererben wird, vor allem an ihn hier, Prinz Andrei. Und damit wird Litauen auch Teil von Schweden besitzen, nicht nur von Dänemark. Also Litauen wird langsam aber sicher zu einem der mächtigsten Königreiche. Auch eine interessante Entwicklung. So, das wäre es aber erstmal. Eine ganz bemerkenswerte Sache, die ist mir das letzte Mal gar nicht so richtig aufgefallen, aber ist mir jetzt gerade klar geworden, es gab kein Festmahl, keine Einladung. Was ist los? Ist das schon so eine Art Götterdämmerung, die wir dort erleben? Immerhin, unsere Frau sorgt dafür, dass der Hof gut organisiert ist. Aber warum wird unser Großkönig nicht mehr eingeladen? Das verwundert mich wirklich. Ganz bemerkenswert. Wir hatten sonst wirklich, verging doch kein Jahr ohne eine Einladung, wie mir scheint. Dann wird es Zeit, dass wir selber ein Fest mal wieder veranlassen. Und was ist hier passiert? Salomea hat schon wieder ein Kind. Nein, ernsthaft? Das ist wirklich ein bisschen verrückt. Diese Dame ist angeblich empfängnisunfähig. Außerdem ist sie nicht verheiratet und schon wieder ein uneheliches Kind. Und das will sie Branislav nennen. Och, das ist irgendwie auch entzückend. Ich glaube, er ist jetzt in dem Alter, wo einem solche Nebensächlichkeiten egal sind. Er freut sich einfach nur über diesen weiteren Enkel und fühlt sich geehrt. Ich glaube, wir lassen diesen Namen mal. Möget ihr stark und weise werden, Branislav. So, aber dennoch, wir sind wieder neugierig. Wir machen dasselbe nochmal. Nicht, weil wir es böse meinen wie beim letzten Mal, sondern weil wir neugierig sind und wissen wollen, was da los ist. Wer ist der Vater? Wir versuchen es herauszubekommen. Und da fällt mir ein, wir wollen doch auch nochmal... jetzt gucke ich mal direkt, den ersten unehelichen Sohn, den wollten wir doch unter unsere Fittiche nehmen, der ist 5. Das können wir eigentlich jetzt auch schon machen, wir werden ihn mal unterrichten. Genau, das machen wir. Und vielleicht pinne ich ihn hier direkt auch mal an. So, also er wird unser Mündel und mal gucken, der Neugeborene wird vielleicht auch unser Mündel, wir werden es sehen.
Druckmittel ist ausgelaufen. Und tatsächlich, ein Festmahl ist wieder verfügbar. Tugendhafte Gräfin und eine Festung in Dallabergslagen ist gebaut worden. Ich glaube, das hatte den Sinn, weil wir hier noch irgendwas ausbauen wollten. Genau, wir wollten Wildhüterhütten. Nein, wir wollten Jagdreserven hier anlegen. Das ist der Grund gewesen. Dann verbessern wir das Ganze hier nochmal. Okay, wir haben gelesen, ein Festmahl ist möglich. Wenn uns nun keiner einlädt, dann werden wir es selbst veranstalten. Ist der Reichtum schon so weit in Crotonia, dass niemand mehr die Geschenke des Königs möchte? Oder, ja, sagt man sich, dass man den alten Fresssack nicht mehr sehen will? Könnte möglicherweise auch so sein. Gut, dann eben bei uns in der Hauptstadt. Willkommen, meine Freunde. Was haben wir hier? Ritter wurde Schwertmeister. König Andrei von Novgorod, okay. 60 ist er allerdings auch schon. Nun gut. Und nein! Da nehmen wir seit langem mal wieder an einem Festmahl teil und dann kommt es zur Katastrophe. Der Wein ist schlecht. Nun gut, dafür kann keiner was. Und Gott sei Dank, wir haben Geheimvorräte, die wir anzapfen können. Wunderbar, hervorragend. Versprochen ist versprochen. Okay. Ungeachtet jede Etikette schlägt mir mein Vasallkönig Kamil, das ist der litauische König, auf den Rücken. Nein, wirklich, ruft er. Ich tue alles, womit ihr mich bittet. Wirklich alles, sagt es einfach. Und es soll geschehen. Sein Atem stinkt nach Alkohol. Aber jeder anwesende Gast hat das Versprechen mitbekommen. Ja, wollen wir das Druckmittel einfordern? Das haben schon andere uns gegenüber getan. Ja, warum nicht? Machen wir das mal. Wir werden es vermutlich gar nicht nutzen. Aber egal. So, es war unspektakulär. Nichts Besonderes ist passiert beim großen königlichen Festmahl. Außer natürlich, dass Wein nicht genug da war. Alle sind zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Wir hätten mal schauen sollen, wer nicht gekommen ist. Das ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich das verpasst habe. So, wer ist? Stanislav von Czersk ist verstorben. Oh Mann, da habe ich es doch schon prognostiziert. Der hier diese großen Eroberungen gemacht hat, der konnte dieses Herzogtum dann nicht mehr erreichen. Aber immerhin, seine Söhne, ach, der sitzt schon hinter Gittern, ja, der hat drei Grafschaften erhalten. Der eine, der noch eine. Was ist mit der sechsten geschehen? Vielleicht irgendwie an den Herzog gefallen. Nun gut, es bleibt aber auf jeden Fall natürlich crotonisch. Okay, das heißt, den Pin, den können wir auch erstmal wieder rausnehmen. Hervorragend. Ablass, ihr wisst, und Vorzug. Ui ja. Dann machen wir hier weiter beim Familienhierarchen. Und freundlicher Rat. Und das ist erstaunlich, diese Sache. Gucken wir uns kurz mal an. Ah ne, das haben wir auch hier. Jede eurer Freundbeziehungen gibt euch 2 zufällige Wertpunkte bis zu einem Maximum von 5. Ich bin mir nicht sicher, ob das müsste auch sofort gelten. Ne? Das macht ihn jetzt plötzlich zu einem vermutlich erstaunlich kompetenten Herrscher. Haben wir hier was bekommen? Ich sehe hier doch freundlicher Rat plus 4 tatsächlich. Plus 4. Okay, das heißt, hier haben wir 4 im Bereich Bildung, im Bereich Ränkespiel 4 durch den Rat und im Bereich Diplomatie 2. Denn wir haben viele Freunde, 5 an der Zahl. Ja, und er wird nicht nur älter, sondern tatsächlich auch weiser. Wer hätte das gedacht? Von Branislav 68 ist er inzwischen. Was ist hier Neues dazugekommen? Nichts Besonderes. So, wer hat den Krieg gewonnen? Das ist jetzt eine... Erstmal wurde eine neue Linie erschaffen. Aber das ist jetzt hier eine ganz interessante Entwicklung. Denn, ihr erinnert euch vielleicht noch, der König von Polen, der stammte aus der thessalonikischen Linie ab, hatte einen Anspruch, hat diesen Anspruch durchgesetzt jetzt. Und da offenbar aber Thessaloniki der Haupttitel ist, oder er sich das so gewählt hat, ist Polen jetzt zu Thessaloniki geworden. Interessanterweise allerdings mit Hauptstadt in Polen, in Krakau. Das ist eine spannende Entwicklung.
Erst 61, was haben die für ein Erbrecht? Erbteilung. Okay, obwohl ich sehe gerade, er hat 4 Töchter und nur einen Sohn. Das heißt, das Ganze wird auch nach seinem Tod zusammenbleiben. Und das ist dann tatsächlich eine erstaunliche Entwicklung. Ja, okay, relativ mächtig damit unsere südlichen Nachbarn. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall, das ist jetzt schon eine wichtige Entwicklung. So, was ist hier los? Unsere Tochter... Wartet mal. Jetzt wird's ja richtig verrückt. Hallo? Wie ist... Der hat schon wieder Prinzessin Smirschna eingekerkert? Das hatte er doch schon mal gemacht. Hier. Und wir haben... Die haben wir doch nach Hause geholt. Wie ist er in der Lage... Was ist denn da passiert? Wieso ist sie an seinen Hof gekommen? Oder wieso kann er sie einkerkern? Jetzt wird sie aber wirklich verrückt. Was können wir da machen? Begnadigung gewähren? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat sie sich was Neues zu Schulden kommen lassen. Aber wieso war sie noch bei ihm? Wir haben sie doch an den Hof eingeladen. Wir können, glaube ich, nicht veranlassen, dass sie freigelassen wird. Nee. Aber das geht wirklich zu weit. Ich würde sagen, wir denunzieren ihn mal. Einfach nur so aus Prinzip. So. Weil... Also das lassen wir uns nicht gefallen. Wir können da aber ansonsten nichts gegen tun. So, jetzt Branislav. Tatsächlich ist es derselbe Bürgermeister wieder. Stenka hat das rausgefunden. Also die haben ganz offensichtlich eine Affäre. Ja, naja, gut, okay. Das hätte man sich eigentlich schon denken können, dass das so gelaufen ist. Aber verrückt ist es allemal. Vielleicht ist er irgendwie besonders potent oder magisch fähig, dass er... Aber wir können... Tja, also... Ich würde mal sagen... Nee, wir lassen das einfach so laufen. Es gibt keinen Grund, da jetzt irgendwie, irgendwie zu intervenieren. Es ist einfach gut, dass wir das wissen. Und... So, warte mal, Rechtsklick zum Abbrechen. Nee, machen wir mal hier. Wir beenden das Ganze. So. Trotzdem eine erstaunliche Geschichte. Gut, das ist beendet. Hier verlor ein Herrscher einen Krieg. Okay, der hat gleich eine Grafschaft nochmal verloren. Der Despot von Thessaloniki. Aber das wird ihn, glaube ich, nicht sehr umhauen. Was ist das hier eigentlich für ein Krieg? Ach, ich glaube, das führt auch noch einer von unseren Leuten, oder? Wir gucken mal ganz kurz. Wer greift hier an? Der Graf von Sandomirsch? Nee, das hat nichts mit uns zu tun. Das ist jemand aus Thessaloniki. Okay, die verleiben sich das ein. Alles klar, soweit. Ein Kriegerorden wird stärker. Und zwar die Krieger von Perun erhalten noch eine neue Baronie. Wir gucken mal. Damit werden die wirklich immer mächtiger. Fast 7000 Männer haben sie schon. Sieht man die Anzahl, irgendwo die Anzahl der Baronien? Oh ja, sieht man hier. Das ist ja wirklich eine Menge. 14. Aber die sind auch relativ stark. Die Würja-Wächter. Ah ja, die haben 13, ja. So, eine Fraktion hat sich aufgelöst. Und unsere zweite Schwester ist verstorben. Auch sie verstirbt an Fettleibigkeit. Ja, das rafft langsam. Halt, was heißt auch? Na gut, unsere Frau ist auch an Fettleibigkeit. Aber die andere Schwester, die ist noch nicht verstorben. Stanislava von Krotonia. Sie war mit einem aus der Linie Novgorod verheiratet. Allerdings ist er landlos geblieben. Aber ich denke, sie führen trotzdem ein angenehmes Leben bei uns am Hofe. Und wir erreichen das Jahr 1349. Ein Bürgermeister ist verbessert worden, seine Kriegsfähigkeit. Ein Bauernaufstand geschieht. Und Smirschna ist verstorben im Gefängnis.
des Pommernherzogs. Das nehmen wir ihm irgendwie übel. Können wir... Vergeben werden wir ihm nicht. Aktiv zum Rivalen können wir ihn nicht machen. Aber wartet mal, er ist als Verbrecher bekannt. Natürlich, wir können was machen. Absolut. Also erstmal, das ist ein unverzeihbares Verbrechen. Ah! Ah! Der hat sie sogar hingerichtet, sehe ich ja jetzt erst. Oh mein Gott, das ist ja wirklich eine krasse Tat. Wie ist sie genau gestorben? Sehen wir das? Wurde auf Befehl von euch, wie von uns, naja, nicht von uns, von Herzog Schümer mit Sicherheit, langsam gefehlt. Das kann doch nicht sein. Unsere Tochter ist Smerschner. Also das hat sie nun wirklich nicht verdient. Sie war Ehebrecherin, aber das sind viele gewesen. Und sie war noch nicht mal dumm. Das ist ein unverzeihbares Verbrechen. Absolut. Also jetzt, das ist jetzt zu viel des Guten. Der Typ muss das Gleiche erfahren. Auge um Auge, würde ich sagen, in diesem Falle. Wir werden versuchen, auch ihn festzunehmen, einzukerkern. Das wird erfolgreich sein. So wie es aussieht. Warum eigentlich? 149%. Weigerung wäre Verrat. Unterschied in der militärischen Stärke 91. Maximal 20. Persönlichkeit plus 65. Interessant, weil wir Gottkönig sind. So interpretiere ich das mal. Okay, also, er wird eingekerkert, Herzog Schümon. Die Frage ist... Ich denke nicht, dass das jetzt ein Grund ist, um ihm Ländereien oder seinen Erben Ländereien wegzunehmen. Also wir wollen mal hier keine Erbschuld deswegen aufbauen. Er muss einfach persönlich darunter leiden. Aber nicht seine Familie. So. Damit ist er eingekerkert. Das ist auch gut so. Und ja, ich würde mal sagen, das Urteil wird vollstreckt, oder? Damit ist auch eine Fraktion aufgehoben. Ja, wie gesagt, wir könnten ihm jetzt auch Titel wegnehmen. Ich gucke mal ganz kurz, was hat er denn für Titel? Er hat das Herzogtum Pommern. Also ich würde ihm vielleicht was wegnehmen, wenn er irgendwas hätte, was nicht de jure mäßig Teil von Pommern ist. Aber das ist Teil von Pommern, glaube ich, hier. Das gucken wir uns kurz nochmal an. Zirkipania. Ja, nee, wartet mal. Das ist interessant. Das könnten wir dann doch nutzen, um ein bisschen hier für Ordnung zu sorgen. Wartet mal, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Herzogtumtitel, so, das ist Pommern. Er ist Herzog von Pommern und besitzt persönlich Zirkipania, was eigentlich zu Mecklenburg gehört. Ich denke, da haben wir allen Grund, ihm nochmal diesen Titel zu entziehen. Und ich weiß auch schon, wer davon profitieren könnte, unser Lieblingssohn. Also, Titel aberkennen, Zirkipania. Das allerdings, verdammt, das ist ein Akt der Tyrannei. Also, weil er sich ins Gefängnis begeben hat, ist das Strafe genug, so wie es aussieht. Wir machen das aber trotzdem mal. Wir machen das trotzdem. Es ist zwar ein unrechtmäßiger Akt, aber in diesem Falle setzt er jetzt einfach seinen Willen durch. Wir machen das selten oder so gut wie nie, aber ich denke, in diesem Falle ist das mal gerechtfertigt. Das wird die Meinung aller Untertanen natürlich jetzt verändern, aber ja, es ist Branislav, Leute. So ist es. Er wird ein Rivale, aber... Das wird er nicht lange sein, denn ich denke, er wird den gleichen Tod erleiden, den auch unsere Tochter erlitten hat. Wir werden ihn ebenfalls fehlen. So, das kostet uns Hingabe, wir erhalten Prestige. Wir erhalten die Eigenschaft Dynastiemörder, interessanterweise. Hat Verwandtschaft unrechtmäßig hingerichtet, Herzog Chimon. Gut, also tyrannisch ist das nicht. Alle engen Verwandten sowie der Ehepartner von Herzog Schumann verlieren Meinung.
Okay, was hat denn der für Beziehungen und Freunde? Graf von Wolin, alles keine besonders wichtigen Leute. So, wir ziehen es durch. Die Hinrichtung wird vollzogen. Okay, und das war's. Damit sind wir Dynastie. Oh Gott. Also, das finde ich ein bisschen doof, dass wir jetzt als der Fehler in die Geschichte eingehen. Das haben wir jetzt einmal getan. Sein Leben war so viel mehr und vielfältiger als dieses eine, wie ich finde, gerechtfertigte, diese eine, wie ich finde, gerechtfertigte Hinrichtung. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal was. Ich mache jetzt mal was, wo man sagen könnte, okay, er ist zynisch, passt jetzt vielleicht nicht, aber angesichts dieser Ereignisse, angesichts seines hohen Lebensalters, und vielleicht auch, um in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen besser darzustellen, wird er etwas tun, was er nur beim Amtsantritt getan hat. Er wird erneut auf eine Pilgerreise gehen, zum zweiten Mal. Einfach um vielleicht diese Erlebnisse jetzt zu verarbeiten. Auch wenn er nicht hundertprozentig daran glaubt, eigentlich glaubt er relativ wenig daran, aber er weiß, dass das doch irgendwie ja eine bedeutsame Sache sein kann, einfach mal weg zu sein von allem. Und er weiß, dass das auch eine symbolische Wirkung auf andere ausstrahlen kann. Also, wir machen das mal. Und wir werden aber nach Arkona reisen. Ja, also er will auch nicht zu weit weg, ne? Wir wollen es mal nicht übertreiben, er ist 69. Okay, Zeit für die Abreise. Schall und Rauch, was ist hier los? Mit dem Kind in den Armen schaut Großkönigin Christina mit einer Miene, die nichts als ruhige Gelassenheit kennt, zu mir auf. Welches Kind denn? Mein Schatz, vielleicht sollten wir sie Reina nennen, so wie diese geliebte Verwandte von euch hieß. Was für ein Kind? Hat sie ein Kind bekommen? Sie hat ein Kind be Hallo? Sie war schwanger? Das haben wir überhaupt nicht bemerkt. Reina, ja, warum nicht? Soll sie Reina heißen? Aber das ist ja jetzt nun. Und jetzt verlassen wir sie auch gerade. Meine Güte. Eine prächtige Idee, Reina soll es sein. Okay, wir haben also noch eine Tochter. Eine unerwartete Begegnung. Als ich mich meinem Ziel Arkona nähere, begegnen mir immer mehr Pilger aus allerlei Orten. Einer erkennt mich schon von weitem. Großkönig Branislav, seid ihr das? Graf Vigu von Kitka. Ich habe keine Ahnung, wo Kitka ist. Wo kommst du her? Oh Gott, ganz weit im Norden. Ach, das gehört noch nicht mal zu Kotonia. Ja, gut. Kein Wunder, dass wir keine Ahnung haben. Naja, ich muss allein beten. Nee, nee, das passt nicht zu ihm. Die himmlischen Mächte haben uns zueinander geführt. Das passt schon eher doch. Wir werden auch auf der Pilgerreise noch neue Freunde gewinnen. Das ist schon ganz passend. So, wir kommen an. Nichts weiter ist passiert. Erneut hat er sich nicht verlaufen. So wie bei seinem Amtsantritt. Als der Wolkauf mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten. Zu diesem Augenblick, ja, einiges musste geschehen. Die Tochter musste ermordet werden. Der Herzog von Pommern musste gefehlt werden. Und jede Menge Fußmarsch. Wichtig ist nur, dass man mich hier sieht und hört. Ja. Sehr schön, das passt aber sehr gut zu seinem zynischen Charakter. Nun gut, immerhin in den Fußstapfen seiner Ahnen, das verbessert die Meinung der Verwandtschaft immerhin wieder. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Meinung? Ja, ist ein bisschen, hat einen kleinen Kratzer bekommen, aber ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Champions einladen wollen wir nicht. Gibt es auch mal keinen Grund. Ich gucke mal nach den Fraktionen. Oh, ja, die gibt es tatsächlich. Russisch-orthodoxe Populisten, die kommen aber, glaube ich, aufgrund dieser Eroberung zustande. Und hier haben wir eine Unabhängigkeitsfraktion. Der Herzog von Kujawien und der Herzog von Premdelok. Der Kujawier, das ist ja der Katholik. Naja, gut. Wir werden das in altgewohnter Weise aussitzen, würde ich vorschlagen. Er kehrt zurück. Die Pilgerreise endet.
So. Und hier will ein Orden wieder Land bekommen. Der Kolowrat-Krieger. Aber das ist nicht unser Orden. Wir haben ja schon aus machtpolitischen Gründen, auch wenn wir zynisch sind, Ordenstruppen oder Orden mal Land gegeben. Aber ich denke, das werden wir nur bei unseren machen. Das andere geht zu weit. Nein, ich werde euch dieses Land nicht gewähren. Nein. So, wer gewann einen Krieg? König Jürgen gegen Königin von Navarra, der Friesische Krieg. Oh, es ging um das Herzogtum Westfalen. Naja, okay, Friesland ist also gewachsen auf Kosten von Navarra, die nach und nach all ihre Besitztümer hier in Mitteleuropa verlieren. Okay, mit diesen dramatischen Ereignissen beende ich dann erstmal wieder diese Folge. Branislav lebt mit 70 Jahren, ist er, glaube ich, damit schon jetzt der älteste der krotonischen Herrscher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das werden wir aber sehen, wenn er dann irgendwann stirbt, dann können wir das nochmal vergleichen. Aber er macht keine Anstalten, als würde er sterben wollen, habe ich zumindest den Eindruck. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.